dass unsere Gäste, die jetzt wirklich einen Fokus ganz woanders drauf legen, nicht wirklich so das Überragende erwarten. Aber das dann trotzdem umzusetzen und dass der Gast diesen Wow-Effekt bekommt, ich denke, das ist auch die Kunst, die wir auch als Köche da drin meistern müssen, Tag für Tag. Die Leute sind da auf jeden Fall. Und klar, wenn sie Hunger kriegen, bestellen sie es. Wir machen es gerne. Wir machen die volle Speisekarte bis 2 Uhr in die Frühjahr. Zum Beispiel unsere Pokerspieler hier, die wirklich volle Konzentration auf den Tisch haben. Und die wollen halt etwas Schnelles, aber auch Gutes. Bei denen wird zum Beispiel so ein Entrecot, Café de Paris zum Beispiel, sehr gerne bestellt. Ich habe hier einen Koch zum Beispiel aus Sri Lanka. Wir haben ein Currygericht drauf, das heißt Arul's Sri Lanka Curry. Das ist auch so ein bisschen die Mitarbeiter mitzunehmen. Einfach, hey, guck mal, du bist anerkannt hier, dein Gericht kommt gut an. Es ist so freundschaftlich und dennoch so Hand in Hand die Arbeit anpacken, sauber, anständig, mit Spaß. Und das ist das, was mir hier halt mega gefällt, wirklich. Es gibt's hier noch sowas. Ja.